Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit Ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Herzlich willkommen zu Gesundheitsmetropole Hamburg. Burnout. Noch vor ein paar Jahren wurden Betroffene belächelt und sogar als nicht belastbar und zimperlich beschimpft. Heute leiden immer mehr Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen am Burnout-Syndrom. Da es immer noch ein Tabuthema ist, lassen sich viele Menschen nicht helfen, obwohl eine frühzeitige Behandlung wichtig wäre. Stress und Druck beherrschen heute das Leben vieler Menschen. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Pflichterfüllung und nicht mehr können macht viele Menschen krank. Was versteht man unter Burnout? Ich glaube, ganz entscheidend ist die Anfangsphase des Burnouts. Da passiert nämlich Folgendes, dass jemand Erschöpfungssymptome hat und gleichzeitig darauf nicht reagiert, sondern meint, er müsse sie durch mehr Arbeit, durch noch mehr Anstrengung kompensieren. Und das kann sowohl im Betrieb sein, wie auch zu Hause, zum Beispiel bei der Pflege eines Angehörigen. Das kann das allgemeine Leben betreffen. Also das heißt, ich habe bestimmte Gefühle oder Wahrnehmung von Energielosigkeit, von Mattigkeit und versuche, gegen anzugehen und es durch noch mehr Arbeit in den Griff zu kriegen. Ja. So ist es auch Peter F. gegangen. Er hat sich in der Firma immer um die Belange der Mitarbeiter gekümmert. Dabei ist er selbst auf der Strecke geblieben. Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass Sie unter Burnout leiden? Einiger Zeit. Irgendwann ging es mal los. Die Leistung stimmt nicht mehr. Und da habe ich dann gemerkt, dass körperlich auch nichts mehr geht. Unkonzentriert. Unaufmerksam. Fehler gemacht. Nicht mehr ich selbst gewesen. Dann wurde es irgendwann mal festgestellt. Ich wäre selber nicht drauf gekommen. Yoga ist eine Möglichkeit, Spannungen abzubauen und sich selbst zu finden. Und wenn selbst Urlaub keine anhaltende Erholung mehr bringt, sollte man sich in jedem Fall ärztliche Hilfe holen. Zu unserem heutigen Thema Burnout bei Lehrern begrüße ich Frau Dr. Johanna Stranzinger, Fachärztin für Arbeits- und Allgemeinmedizin des Arbeitsmedizinischen Dienstes der Stadt Hamburg und Professor Stefan Ahrens, Chefarzt der Psychosomatik und Psychotherapie im Westklinikum Rissen. Herzlich willkommen. Frau Dr. Stranzinger, Sie arbeiten für den Arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Hamburg. Was sind dort Ihre Aufgaben? Der Arbeitsmedizinische Dienst ist ein großer überbehördlicher Dienst, der die Behörden und Landesbetriebe der Stadt Hamburg betreut. Und ich betreue mit einer Kollegin gemeinsam die Schulbehörde, alle Beschäftigten in der Schulbehörde, so ein Personalkörper von 20.000 Menschen, zu allen betriebsärztlichen Fragen. Bereich Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz. Nun sind Lehrer besonders betroffen, wenn es um das Thema Burnout geht. Mit welchem Problem kommen die Lehrer zu Ihnen? Wir als Betriebsärzte haben den Vorteil, dass wir auch zu den Lehrern hingehen können. Sie müssen nicht nur sich an uns wenden, wenn sie irgendwelche Probleme besprechen wollen. Und dann treffen wir dort völlig verschiedene Gruppen. Diejenigen, die wir in der Schule abholen können, sind meistens diejenigen, die vielleicht dann sogar mehr Hilfe notwendig haben oder vorzeitiger dann Zugang zu Hilfe bekommen. Die zu uns kommen, werden über vorgebahnte Wege, zum Beispiel beim betrieblichen Eingliederungsmanagement, von der Personalabteilung dann auch an uns weitergeschickt. Herr Professor Ahrens, was sind denn das für Symptome, die bei Lehrern auftreten, bei Burnout? Also es ist ja ein Wechselspiel zwischen Erschöpfung und Anstrengung, was immer weiter eskaliert und dann entweder zu so einer Mischung aus körperlichen und seelischen
Symptomen führt oder überwiegend seelische Symptome wie depressive Verstimmung, Angststörungen auslöst, FIFA, aber auch vegetative Störungen, sodass viele Körperfunktionen betroffen sind. Entscheidend ist, glaube ich, dass der betroffene Mensch in so eine Erschöpfung gerät, die ihm letztlich keine Möglichkeit lässt mehr, sich selber zu helfen. Welche Gründe geben die Lehrer an? Warum sind sie erschöpft? Warum haben sie Burnout? Es ist häufig in Situationen im Leben, in denen ein Wechsel, in denen eine Veränderung ansteht. Veränderung auf körperlicher Ebene wie Krankheit, auf sozialer Ebene Scheidung oder auch Betreuung eines kranken Familienmitglieds oder Veränderung im Schulsystem, wie es jetzt auch zum Beispiel ansteht durch die große schulpolitische Veränderungen mit Stadtteilschulen und anderen Dingen, die da jetzt so ins Haus stehen. Alle diese Dinge fordern von dem Mitarbeiter dann auch, sich darauf einzulassen und die Situation in den Griff zu kriegen. Und wenn das dann in Konfliktsituationen ausartet, also wenn Konflikte dazukommen, dann wird es einfach oft zu viel. Und dann reagieren die Menschen auch auf körperlicher Ebene, entwickeln auch Erkrankungen und müssen Strategien entwickeln, wieder rauszukommen aus der Situation. Herr Professor Arndt, würden Sie auch sagen, die Lehrer sind heute einfach überfordert? Sicherlich. Also Burnout ist ja ein Problem zwischen Person und Umgebungsbedingungen. Also die Passung sozusagen zwischen den Menschen und ihren Umgebungsbedingungen stimmt nicht mehr. Und da ist, glaube ich, das, was im Moment im Lehrerberuf passiert, exemplarisch. Wann weiß ein Lehrer, wann er ein Burnout hat? Was sind so die Frühsymptome? Das ist sehr personenabhängig. Burnout ist ja eigentlich eine Art Chamäleon. Das heißt, jeder hat andere Symptome. Insofern kann man es auch schwer vermitteln. Ich denke, entscheidend ist die Erschöpfung. Also wenn man das Gefühl hat, man ist den Anforderungen nicht mehr gewachsen und findet für sich selbst auch keine Möglichkeit, gegenzusteuern. Wir sprechen gleich weiter und wir zeigen Ihnen gleich noch einen kurzen Beitrag über Burnout bei Führungskräften. Doch zuvor machen wir eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Wichtig ist, dass Burnout-Gefährdete oder Betroffene etwas unternehmen und sich helfen lassen. Heute gibt es Hilfe und auch Präventionsmöglichkeiten. Um einem Burnout-Syndrom vorzubeugen, ist es wesentlich, dass der Betroffene frühzeitig Warnzeichen erkennt und darauf reagiert. Mit Hilfe von speziellen Seminaren kann ein psychischer Absturz oft noch verhindert werden. Das persönliche Energiefass des Menschen hat vier Felder: Arbeit und Leistung, Familie, soziales Netz und Gesundheitsfürsorge. Beim Burnout-gefährdeten Patienten nimmt das Lebensfeld Arbeit und Leistung fast den gesamten Raum des Fasses ein. Die Folge: Freunde, Familie und Hobbys werden vernachlässigt. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es? Wir schauen uns an, in welcher Situation der Einzelne sich befindet, welche Persönlichkeitsgrundstruktur möglicherweise mitbringt. Das ist eine Möglichkeit der Prävention, zu schauen, warum bin ich so leistungsorientiert, warum muss ich so viel leisten, um vielleicht ein Anerkennungsgefühl zu haben, kann ich das relativieren. Die zweite Präventionsebene wäre im direkten körperlichen Ansatz, also Sport zu machen, ein Entspannungsverfahren zu lernen, mit dem man anstrengende Situationen abwettern kann oder auch dann sich wieder zur Ruhe bringen kann. Ernährung wäre ein weiterer Anteil, gesunde Ernährung, einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus, bis hin natürlich auch zum Arbeitsfeld selber, wie wir das Arbeitsfeld so gestalten können, dass wir unsere Kräfte gezielt und auch effektiv einsetzen. Diese Maßnahmen helfen den Betroffenen, rechtzeitig zu reagieren und die eigenen Energiereserven wieder aufzufüllen, bevor es zu spät ist. Frau Dr. Stranzinger, können die Lehrer eigentlich auch mit ihren Kollegen oder Vorgesetzten sprechen oder ist das ein Tabuthema? Das ist von Schule zu Schule recht unterschiedlich. Es gibt an manchen Schulen tatsächlich eine Kultur des Miteinanderredens, auch über Probleme, die man im Unterricht hat, über Beziehungsprobleme im weiteren Sinne, auch Beziehungen zwischen Kollegen oder Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern. Auch zur Schulleitung in anderen Schulen ist es eher nicht angesagt, darüber zu sprechen. Es gibt
aber auch Angebote, zum Beispiel für Berufseinsteiger in der sogenannten Berufseingangsphase. Das sind strukturierte Angebote zum Lehrercoaching, also Supervisionsgruppen, in denen man auch in der Rollenfindung als Lehrkraft eben auch gestärkt wird und auch Probleme, die jedem passieren, einfach auch mit Kollegen besprechen kann. Herr Professor Ahrens, eine ganz wichtige Frage. Wenn jetzt jemand uns vielleicht auch zuschaut und glaubt, er hat Burnout, kann er eine Therapie erhalten, die neben dem Beruf funktioniert? Also er kann weiterarbeiten und trotzdem sich helfen lassen? Das geht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben das Institut für Lehrergesundheit gegründet, angeschlossen an unsere Klinik im Ulmhof in Winterhude. Dort gibt es eine kostenlose Beratungsmöglichkeit zur Orientierung. Das zweite ist unsere Tagesklinik im psychosomatischen Fachzentrum Frankenried. Dort kann man berufsbegleitend Therapie machen, sehr individuell auch abstimmbar, sodass es sozusagen geheim bleibt für jemanden, der das gerne verdeckt haben möchte. Frau Dr. Stranzinger, Sie haben es eben schon erwähnt, aber was gibt es noch für Hilfe bei Ihnen? Es kann sich jeder an uns wenden. Es wird die Schweigepflicht auch eingehalten. Das heißt, der Arbeitgeber erfährt nichts davon. Im Unterschied zu Untersuchungen beim personalärztlichen Dienst, die ja nach beamtenrechtlichen Grundsätzen durchgeführt werden, kann man sich direkt an uns wenden, an den arbeitsmedizinischen Dienst. Und in der Beratungssituation wird dann oft 1,5 Stunden damit verbracht, die Situation zu klären, auch zu gucken, wie ist denn das Krankheitsverständnis, gibt es eine Erkrankung, die vielleicht noch abgeklärt werden müsste, gibt es latente oder offene Konflikte, die man angehen muss. Man kann eine Priorisierung der Schritte oder der Maßnahmen, die man gemeinsam bespricht, erarbeiten. Man kann weitere Behandlungsmöglichkeiten vorstellen, besprechen. Wir können zum Beispiel auf den Ulmenhof hinweisen oder auch auf andere sehr segensreiche Einrichtungen hier in Hamburg. Und am Ende eines solchen Gesprächs soll eine Strategie stehen. Herr Professor Ahrens, welche Lehrer sind betroffen? Die, die schon lange im Beruf sind oder die jungen Lehrer? Das kann man so nicht sagen. Es geht um die Passung zwischen den Menschen und ihren beruflichen Bedingungen. Wenn jemand Profi ist und seit 30 Jahren sozusagen im Geschäft, kann ihm trotzdem widerfahren, dass die Rahmenbedingungen sich so negativ verändern, dass er kaum eine Chance hat. Andererseits erwischt es meistens die Engagierten, die eben die Ärmel aufkrempeln und viel tun wollen, die sich dann aber gehindert fühlen und dadurch entsprechend frustriert sind und die in die Gefahr geraten, in eine Burnout-Spirale hineinzugeraten. Und deswegen ein Satz dazu. Wichtig ist die Prävention, wie wir sie im Falkenried anbieten in unserem Tagesklinik. Und es gibt auch sozusagen unterhalb oder oberhalb der Schwelle zur Krankheit diese Coaching-Möglichkeiten, die wir ausbauen. Ich glaube, da gibt es auch viele Angebote mittlerweile. Ich würde jedem Mut machen, das in Anspruch zu nehmen, der sich da entsprechend gefährdet sieht. Das war doch ein schöner Schlusssatz. Wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war Gesundheitsmetropole Hamburg. Wenn Sie Fragen zu unserem heutigen Thema haben, können Sie sich an die hier im Bild dunkelgrün markierten Kliniken wenden oder die jetzt eingeblendete Nummer wählen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir sehen uns am kommenden Mittwoch wieder. Allerdings muss ich Sie vertrösten, denn wir machen eine Sommerpause und sind nach den Ferien am Mittwoch, den 29. Juli, wieder für Sie da. Bleiben Sie uns treu. Bis dann. Tschüss.